Hallo Freunde, hallo Zuseher, hallo Abonnenten, hallo Freunde des gepflegten Cocktails. Heute habe ich mir wieder von Edward ein Rezept ausgesucht, was er mal gemixt hat. Heute das Isarwasser. Ja, ich wohne zwar nicht in Bayern, wo die Isar lang fließt, aber trotzdem mache ich jetzt das Isarwasser, weil ich es interessant fand und viel Spaß. Die Zutaten heute sind ganz einfach. Fanta, Weißbier und Blue Curaçao. Die Fanta und das Hefeweizen oder das Weißbier wird im Verhältnis 1:1 gemischt und die grüne Färbung erhält das Isarwasser durch den Blue Curaçao. Wie ihr seht, sind wir hier in meiner Werkstatt, in meiner zweiten Werkstatt. Kann man aufräumen, wie man will, ständig schmutzig, aber egal. Reicht heute mal. Und darum fangen wir auch schon mal an mit dem Video. Viel Spaß. So, zunächst nehmen wir unser Mischglas und holen aus dem Zauberkorb noch ein Mischglas heraus, oder ein Abmessglas. Wir beginnen damit, dass wir die Fanta, ihr könnt auch anderen Sprudel nehmen oder Limonade, wie es sich auch nennt, die von Auenwald schmeckt auch sehr gut, finde ich. Da nehmen wir einfach ein Glas von. Das ist jetzt ein 200 Milliliter Glas und füllen das in das Mischglas hinein. Und dann nehmen wir das Weißbier, da ich ja bekanntlich kein Weißbier mag oder generell kein Bier mag, habe ich aber das billigste von Oettinger genommen, was ich kriegen konnte. Und davon füllen wir jetzt auch gleich ein Glas ins Mischglas hinein. So Leute, mir ist gerade wieder aufgefallen, dass ich mal wieder meinen Flaschenöffner vergessen habe und nun muss ich mir was ausdenken, wie ich die Flasche öffnen kann, und mir ist da gerade die Idee gekommen, ich nehme die Flasche, und für mich als Schlosser gibt es natürlich das perfekte Werkzeug, um eine Glasflasche zu öffnen. Nein, ich hau die nicht kaputt, ich nehme meinen Körner haben wir hier schon mal ein kleines Löchlein drinnen. Das heißt, der Bohrer kann nicht mehr weglaufen. Und aus dem Regal nehme ich meinen Bohrer, der gerade nicht funktioniert. So, Flasche offen. Sehen wir, großes Loch. Einmal ein Glas abmischen. Schäumt natürlich wider Willen. Stinkt wie normales Bier. Also ich probiere mal eben. Schmeckt da scheiße. Aber nicht ganz so scheiße wie normales Pilz, muss ich sagen. Also ich mag beides nicht trinken, aber gut, kann ich nicht ändern. So, Stativ muss auch nicht auf dem Hammer stehen. So, leider senkt sich der Schaum natürlich mal wieder nicht. Ein Glas, hatte ich ja gesagt, wollte ich nehmen. Ein halbes Glas habe ich, kann ich ja schon mal reinmachen. Und dann noch das restliche halbe Glas davon. So. So, wie wir sehen, haben wir jetzt ein Getränk, was aussieht wie ganz normales Bier. Es ist aber Hefeweizen mit Fanta. Und damit sich die Farbe der Isar widerspiegelt, damit es grün wird, fehlt natürlich jetzt noch der Blue Curaçao, den ich jetzt hinzufügen werde. So, eine Flasche, ein wenig Blue Curaçao, weil ich weiß nicht, wie viel da rein muss. Es soll sich einfach nur grün färben. Ich weiß auch nicht, wie Blue Curaçao schmeckt. Probiere ich mal. Schweinemäßig süß, voll Teufel. Einfach damit es ein bisschen grün wird. Boah.
So, wir sehen schon, das Getränk ist grün geworden und wir sehen uns gleich zur Geschmacksprobe wieder. Ja, so, hier bin ich wieder. Wie mir einfällt, ich habe mal wieder meinen Löffel vergessen. Darum heute Klebestange von der Heißklebepistole. Reicht wohl, um einmal umzurühren. Benutzen kann man die sicherlich noch irgendwann mal. Und nun sage ich Prost auf mich, auf euch, das Isarwasser. Man kann es auch in Halewasser umbenennen. Ich wohne ja an der Hale quasi. Prost. Ja, was soll ich sagen? Ein Blue Curaçao schmeckt man so nicht heraus. Ich finde es aber ganz angenehm, weil die Fanta übertüncht das Bier ein wenig. Und da ich selber nicht so gerne Bier trinke, finde ich es ganz angenehm, dass die Fanta mehr schmeckt als das Bier. Mir gesagt, schmeckt das Getränk. Auf einer Grillparty oder auf einer Geburtstagsfeier finde ich das gar nicht mal schlecht, muss ich wirklich sagen. Muss, denke ich, ziemlich kalt sein und draußen warm, dann schmeckt es besser. Aber ich finde, man kann es gut trinken. Man könnte, finde ich, noch Wodka oder Korn hinzufügen, damit das ein bisschen mehr Wumms hat. Aber es schmeckt auch so sehr gut und ist halt für jüngere Menschen um 16, 17 Jahre alt eher sehr zu empfehlen als, oder eher zu empfehlen als harter Alkohol. Ich finde es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Roman.